Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Ich werde in den folgenden Videos jedes Gebiet, jede Stadt, jeden noch so kleinen Fleck untersuchen und euch mitteilen, was ich insgesamt so alles gefunden habe. Das wird kein Speedrun und kann sich wahrscheinlich einige Monate, wenn nicht sogar Jahre, hinziehen. Ich werde einige Sheets benutzen, zum Beispiel Godmod und auch die Gatling Laser werde ich mir herbeischieben und die dazugehörige Munition. Willkommen zurück zu Fallout 3. Paradise Falls. Okay, ich habe gerade noch gesucht. Wo halt der richtige Eingang ist. Und hab ihn dann jetzt Gott sei Dank gefunden. Und jetzt hoffe ich, dass ich hier auch einen Eingang auch finde. Ich wollte jetzt einmal nach vorne. Ich wollte gerade fürs Icon schon mal ein Screenshot machen. Aber das hat nicht ganz funktioniert. Weil ich habe Angst, wenn ich zu dicht dran gehe, dass das halt gesehen wird vom Spiel und das Spiel direkt dann sagt, oh, entdeckt. Was jetzt zwar auch nicht so schlimm wäre, ich hätte ja einfach nur laden können. Aber naja. Bin ich jetzt genau in die falsche Richtung gelaufen? Hier ist der Eingang. Ah! Ah! Okay, oh, cool, da steht schon einer. Okay. Dann geht's jetzt los. Ich pack mal die Waffe weg. Weil die sind unten als gut gekennzeichnet. Wow. Okay, ich komme gleich. Weil ich muss ja hier auch erstmal wieder, soweit es geht, einsammeln, was ich so finde. Aha. Aha. Hier gibt es einen zweiten Eingang. Wahrscheinlich für die Quest sehr interessant, sehr wichtig vielleicht sogar. Darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt heute die ganze Folge schaffe. Ich weiß nicht, wie groß das Gebiet ist. Es sieht schon sehr gigantisch aus. Weil es ist jetzt schon 0 Uhr. Und ja. So, was hast du mir zu sagen? Stopp! Eine gut gemeinte Warnung. Bei uns wird gewöhnlich zuerst geschossen und nie gefragt. Stopp! In Paradise Falls hat keiner was zu suchen, es sei denn, er treibt Sklavenhandel. Und ich entscheide, was Sklavenhandel ist und was nicht. Paradise Falls, was ist das? Kann ich nach oben gehen? Achso. Wollen Sie mich verarschen? Sie haben noch nie von Paradise Falls gehört? Nö. Kommen Sie direkt aus der Vault oder was? Jo. Da wohnen die Sklavenhändler. Oh. Wir verkaufen dort die Sklaven, die wir im Ödland aufgabeln. Und? Interesse am Kauf oder Verkauf? Wenn nicht, dann ciao. Sklaven, also Menschen, das ist entsetzlich. Sklaven, was? Naja, jeder muss halt. Oh, das sind beides gute Antworten. Das ist entsetzlich. Das klingt, finde ich, so irgendwie nicht schlimm. Wieder manchmal das. So sieht's aus. Und wenn man schon selbst nicht zäh genug. Hier in Paradise Falls gibt es zwei Arten. Also verpisst. Hey. Sprach 100. Jeder hat einen Preis. Was ist hier? Vielleicht lässt sich was machen. Aber billig. Ich denke. Ich habe kein Geld. Genau wie ich. Ich speichere mal, nicht, dass sie jetzt alle böse werden. Was? Ich bewache nur das Tor. Was zur Hölle wollen Sie von mir? Oh. Lola, kicke mal.
Bewacht's aber nicht gut, ich bin ein Fremder. Okay, jetzt ist doof. Ich hol mir mal kurz den Cheatcode, dass ich mir 500 Kronkorken mache. Weil die sind ja auch instant weg, um dann hier reinzukommen. Also, bis gleich. Okay, ich möchte euch auch immer dabei haben. Player.addItem. Oh Gott, es gibt hier eine Zahlenfolge. Eins. Wo ist denn das? Da unten. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kleines F. Leerzeichen. Hupala. Leerzeichen. Hä? Achso, und jetzt die 500. Das hat einfach nicht geklappt. Waren jetzt das Richtige. Jetzt habe ich so viel gemacht, ich muss mal kurz gucken, ob ich irgendwas aufgesammelt habe oder mir selbst noch extra erschienen habe, weil das will ich ja nicht. Ich würde sagen, nein. Okay, egal, mit dem Geld hat es geklappt. Tut mir leid. Vielleicht. Danke. Eine gut gemeinte Warnung. Benehmen Sie sich. Okay. Jetzt habe ich es halt richtig gemacht, hoffe ich. Ich speichere mal nicht. Ja, du bewachst was? Nur. Ich bewache nur das Tor. Was zur Hölle wollen Sie von mir? Wie ich die voll gemeckert habe, wie von wegen. Ja, wo bewachen die denn? Ich laufe einfach durch. Okay. Nicht nett, aber okay. So, wir wollen natürlich hier keinen Zentimeter auslassen. Also gehen wir hier erstmal. Weirden Weg. Also wir hätten die wahrscheinlich klar nicht bestechen müssen. Wir hätten oder was bestechen müssen, bezahlen müssen. Wir hätten ja einfach durch die Toiletten einen Ausgang hier reinkommen können. Aber ich will ja halt auch karmamäßig oben dabei spielen, mitspielen. Wo bin ich jetzt eigentlich? Statistik. Allgemein. Gut. Letzte Hoffnung der Menschheit. Wow. Ach. Das ist ja lustig. Gegesse Leichen. Okay. Kann ihn nicht besuchen. Wie sie jetzt da stehen, so. Ja, ne, muss sie sein. Oh, jetzt ist hier gleich die ganz große Frage. Was ist jetzt hier die richtige Antwort später, wenn ich bei dem Typen da oben bin? Weil ich will, wie gesagt, Karma gut haben, ich will aber hier auch keine Feinde haben. Das ist halt immer schwierig bei so Missionsgebieten. Also, ich finde schon irgendwo, dass das ein Missionsgebiet ist. Wo kommen die? Was gibt's da zu glotzen, hä? Da ist er selbst schuld. Der dumme Knallkopf hätte wissen. Bin beschäftigt, also verpissen Sie sich. Wenn es ums Geschäft geht, reden Sie mit Eulogy. Okay, eigentlich müsste ich ihn jetzt schon direkt abknallen, aber ich bin ja nicht so. Was denn besser vor? Oh Gott, Sie müssen uns helfen. Holen Sie uns hier raus. Sie müssen uns helfen. Sie müssen... Ich kann nicht länger mit Ihnen... Hey,
Bin beschäftigt. Bin beschäftigt. Bin beschäftigt. Also verpissen Sie sich. Wenn's ums Geschäft. Von Sie? Hä? Unfreundlichste Mensch der Welt oder so? Sie. Okay, oh, guck mal, hier liegt nochmal ein Tank. Gebiet würde ich jetzt tatsächlich auch nur sagen, hier innerhalb dieser Mauern. Okay, bevor ich da reingehe, ist das ein Ladescreen hier, ja? Tatsache. Na, ihr kennt mich, ich will erst natürlich mal. Oh, uppala, uppala. Erstmal kurz gucken. Okay, krass. Hier ist tatsächlich noch nichts aufgebaut. Ja gut, das Spiel ist ja schon ein bisschen älter. Hier jetzt schon alles zu rendern, das wäre natürlich auch schon ein bisschen ziemlich krass. Also, zu damaligen Zeiten heutzutage wäre es wahrscheinlich. Schließen, Tor... Krass. Kann ich das von unten auch? Bum. Schade. Aber Moment. Das könnt ihr ja auch. Naja. Naja, komm, wir gehen mal rein. Stow your piece? Stow, ich, also das S-T-O-W. Keine Ahnung, was das bedeutet. Gut, im Ernst jetzt. Ich will meine Ruhe. Es riecht nach Fleisch. Ich glaube nicht, dass ich ihren Kadaver mit dem übrigen Fleisch in den Stall werfen werde. Nur Standardscheiß hier alles. Sie sehen nicht gerade aus, als ob sie hierher gehören. Es riecht nach Fleisch. Weiter. Schöne Reifen aufgetürmt hier. Look and Lord. Okay. Ich guck nur nach Items, keine Sorge, ihr braucht keine Angst haben, nur nach Items. Danach knalle ich euch wahrscheinlich beim Rausgehen alle nieder. Hoffe ich. Hoffe ich tatsächlich. Dich hatten wir schon. Gut, im Ernst jetzt. Ich will meine Ruhe. Komm mal hier überall rein? Tatsächlich cool. Aber erstmal draußen. Ist ja kein Speedrun. Stehlen. Hey, wie ist es denn mit der Blondine gelaufen, die Sie hier reingebracht haben? Ehrlich? Gar nicht so schlecht. Kann ich das allerdings nicht behaupten. Ich laufe dagegen. Kannst du mir mal verraten, was das soll? Was guckst du dir an? Hey, wie ist es denn mit der Blondine gelaufen, die Sie hier reingebracht haben? Sorry, Schwester. Habe nichts zu sagen. Bin beschäftigt, also verpissen Gut. Sie sich. Ich glaube nicht, dass ich Ihren Kadaver mit dem meine Fleisch in den Stall werfen werde. Ich muss sagen, mir gefallen Männer, die wissen, wie man hübsch aussehen und dabei den Mund halten kann. Hier haben sie die Hydranten. Oh, kann man so alles zübbeln. Geil. Okay. Ich sag's zum letzten Mal. Es reicht. Bitte. Nein. Ich bin nicht schuld. Ich schwör's. Das war der letzte Fehler, kleiner Barkeeper. Hallo. Was spielt das für eine... Ich hab meine Jungen, mein... Warum in der Vergangenheit... Was... Yes, war... Tschüss. Hier drüben! Wow. Wo?
Ich hätte vielleicht erstmal doch mit dem sprechen müssen sollen. Ich hoffe, ich kann die wirklich alle beim Rausgehen einfach killen, allesamt. Ich hoffe es gerade wirklich so hardcore sehr. Könnt ihr euch die vorstellen? Hallo Ymir. Wollen Sie etwas zu trinken? Jotun. Ja. Ich freue mich gar. Immer! Hallo! Ja, das hatten wir doch schon. Er mischte Wasser in meinen Wodka, um mir mehr Kronkorken abzuknöpfen. Verwässert meinen Drink und will auch noch mehr Geld dafür. Vielleicht ist der nächste Barmann ja nicht so dumm. Erledigen Sie Ihre Weitergehen. Ja, was haben wir denn hier? Frisch? Wollen Sie aus freien Stücken zu den anderen in den Pferd? Ich bin nicht gemein, ganz gemein? Sie hätten meinen Vater sehen sollen. Der Hundesohn schneidet Ihnen die Beine ab, nur um Sie auszulachen, wenn Sie versuchen, davon zu kriechen. Hab selbst gesehen, konnte sich kaum halten vor Lachen. Nach einer Stunde wurde ihm langweilig, also schlug er der armen Sau einfach den Schädel ein. Wenn ich so zurückdenke. Leute, Paradise und nicht. Da oben ist er, den muss ich killen. Ich glaube sogar ziemlich rasch. Sie waren doch letzte Woche mit Ymir unterwegs, oder? Irgendwas Gutes erwischt? Wen? Ich werde mir auch keinen Namen merken von diesen ganzen Dullis hier. Sind sowieso alle gleich. Hoffe ich tot. Wenn ich ihn um kille und kein gutes Karma bekomme. Dann muhe ich rum. Geh raus. Vorsicht! Hey, Sie! Können Sie uns hier rausholen? Wie komme ich hier raus? Sie haben einen was auch immer der Plan ist, Sie müssen diese Halsbänder deaktivieren. Sie haben gesehen, was mit den anderen Typen... Sammy? War das? Doch, das war ja der von vorher. Warte mal, eben gerade bin ich doch hier irgendwie hochgelaufen. Okay. Komm ich da hinten? Ich weiß. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Ihre blöden Fluchtpläne können mir gestohlen bleiben. Wir kommen hier nie raus. Danke. Bleiben Sie mir vom Leib, Mungo. Ich will mich nicht mit Hämorrhoiden anstecken. Noch sind sie so, hoffe ich. Was? Ich spreche... Was? Ich weiß nicht, wo die Klinik ist. Hey, wollen Sie was Lustiges sehen? Ich brauche nur etwas Alk, dann zeige ich es Ihnen. Einfach so. Ja. Nö. Ja gut, okay. Was wollen Sie? Machen Sie schnell, Sie versperren mir die Sicht. Ich beobachte die Patrouille. Was dachten Sie? Jeden Tag ändern Sie den Rundgang, aber nur ein klein wenig. Da muss eine Art System dahinter stecken. Ich hoffe... Es ist so schrecklich hier. Holy fuck. Es ist so schrecklich. Okay, ja, wie gesagt, ich komme ja hier eigentlich noch nicht rein und aus dem Grund sprechen die wahrscheinlich auch immer dasselbe. Ach so. Wie leise sind die ja? Hä? Okay. Okay. Weiß ein kleiner.
voll der Schlüssel? Also, ich gehe auch mal von aus, dass es schon ziemlich viele positive, gute Sachen gibt, wenn man richtig spielt, sag ich mal. Auch hier, auch in so einer Scheißstadt, sag ich mal. Ja, ich schätze, ich muss wohl selbst einen Weg finden. Raus hier, sofort. Wenn Sie uns miteinander reden sehen, bin ich tot. Raus hier, sofort. Wenn Sie uns miteinander reden sehen, bin ich tot. Ich kann die auch nicht anlocken, ne? Okay, krass. The Box. Cool. Also, nein, nicht cool, aber... Ist cool, dass einer drinsteht. Ja, auch nicht, aber... Ah! Oh. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. One way. Haben Sie in letzter Zeit gutes Fleisch gefangen? Kannst du mal in die Fresse hauen. Wow! Ich kann nicht glauben, dass Grouse sie hereingelassen hat. Ich kann nicht glauben, dass du hässlich bist. Gut, dann würde ich jetzt sagen, ich werde jetzt die erste Tür nehmen. Nee, warte mal. Muss ich nur gucken, dass ich nicht gleich zu diesem Boss hier komme, sag ich mal. Um was geht's? Gar nichts, hat die Schnauze. So, und zwar, dass ich jetzt mal kurz gucke, meine ich natürlich, auf der kleinen lokalen Garde. Hier geht's raus. Ja, nehmen wir hier mal Lock and Lord. Fick dich. Wie ist das Fleisch? Ja, die Schnauze. So, ich speichere mal kurz ab, weil wir gerade reingekommen sind. Achso, ja, stimmt. Neues Schießeisen gefällig, Schwester? War eigentlich gerade irgendwas grün? Eigentlich sagen die mal, was vielleicht sowas aufsammeln, aber. Okay. Ich rede mal mit dem. Gut, hier wird wahrscheinlich nur kaufen und verkaufen sein. Knarren, knarren und noch. Was die ganzen Dinge selbst. Na, die Leute bringen mir, was sie bei den Missionen in die Finger kriegen. Bei der Nahrungssuche legt man schließlich immer ein paar Leute um. Die haben Wachen. Und dann will einer den Helden spielen und zieht eine Knarre. Und dann bringen sie das Zeug hier an und tauschen es ein. Das meiste Zeug, das ich bekomme, stammt von diesen Leuten. Die guten Sachen behalten sie für sich selbst. Oh. Ja, ich krieg hauptsächlich die Überreste. Knausrige Mistkerle. Ich weiß nicht, wie ich überleben soll, wenn ich nichts Ordentliches angeboten krieg. Ich bräuchte eine Auswahl, die für sie interessanter ist. Leider führe ich dieses Geschäft allein und komme... Gut, ich habe jetzt keinen Bock hier mit dem, für den hier irgendeine Mission zu machen, da bin ich ganz early. Ich kann so von mir es annehmen, also so ist es nicht, aber ich mache es jetzt nicht dann. Tja, zuerst mich verkaufen. Alles klar. Die Dinge... Nun. Gut, sind eh gleich tot, also von daher... Haben Sie... Wie... Okay. Im Town interessiert mich von dem auch nicht. Also kaufen wir hier auch nichts.
Ist mal ganz kurz dahingestellt. Egal, was man für ein Mensch ist, aber... Also, was ist doch irgendwie... Insgesamt im Allgemeinen... Ekelhaft. Also einfach nur, halt tatsächlich einfach nur ekelhaft, weil... Why? Okay. Hier ist tatsächlich auch nichts. Also bis jetzt gefunden habe ich noch nicht wirklich viel. Wäre natürlich ganz cool, wenn ich den Boss gekillt habe, dass alles ich dann halt hier. Wir hatten schon länger keine Razzia mir hier alles nehmen kann, dass alles grün ist, also erlaubt ist, zu klauen, in Anführungsstrichen. Wäre natürlich nicht schlecht. Alles abgestürzt. Okay. Aha, auch rot. Och, nee. Ist natürlich ein bisschen Mist, weil... Wenn ich jetzt hier wirklich alles durchgehe... Und hier ist... What the fuck? Hab ich gerade Leben verloren? Keine Ahnung. Und nachher, wenn ich den wirklich gekillt habe, dass hier alles dann grün ist, dann... Oh. Das gefällt mir gar nicht. Eigentlich würde ich bei sowas ehrlich gesagt eine Ausnahme machen. Jetzt nicht bei der Kleidung, aber bei den Notizen, bei diesen Schriftstücken nenne ich es jetzt einfach mal. Er springt. Jetzt springt er, wo es zu spät ist. Spring doch! Was ist denn los mit dir? Oder gehe ich dahinter lang? Ehe ich das nehme, speichere ich. Und ich gehe auch mal stark von aus, dass dieser Overall auch tatsächlich was Seltenes ist für das Spiel. Ja, warte mal. Das ist rot. Das andere ist nicht rot. Sonst ist alles tatsächlich rot. Haben sie das... Weil das ist grün. Weiß ich, ob das jetzt stehlen war. Wenn es so grün ist. Der... Cursor nenne ich es mal. Mal gucken, was passiert, wenn ich rausgehe. Oh, ich wollte gerade sagen, hat natürlich jeder gesehen, weil schon alle die Waffen gezogen haben, aber ich glaube nicht, ne? Hast du was? Es riecht nach Fleisch. Halt die Schnauze. Weiter. So, speichere ich wieder. Und Absturz. Ist sogar einer drinne. Um was geht's? Halt die Schnauze. Kann ich mir hier irgendwas Wenn klauen? Wenn sie daran rumbasteln, haben wir ein Problem. Dein Gesicht ist das Problem. Oder? Das geht sogar. So. Sie sehen echt übel aus. Ich hoffe, Sie haben eine Stange Geld dabei. Diese alte Androidenaufnahme? Ein paar Jungs nahmen die ernst. War aber ein Blöd. Oh, kick mal. Lol. Sie. Medizinisches Material und Medikamente. Okay. Ja, aus dem Grund. Zum Beispiel, das ist zum Beispiel sowas Krasses. Habe ich noch nie gesehen, dass man so Medikamente und medizinisches Material so insgesamt kaufen kann. Bis spät. Das finde ich halt so krass. Hier sogar. Oder weiß ich nicht. Na gut. Putz da drinnen, wenn du schon Besen rausnimmst. Du dreckige, du. Und also, dreckige Frau meine ich. Warte, was?
Gut, dann haben wir das alles fertig. Da gehen wir noch nicht rein. Dann Toiletten. Gehen wir mal in die Toiletten zuerst. Hä? Gibt's doch das? Mo. Bathroom. Oh! Guck mal, Leute. Ich kann hier was aufsammeln. Geil! Es hängt. Oh, okay, ich sammle es nochmal auf. Oh, jetzt habe ich schon wieder kein Hut. Das verstehe ich auch nicht, warum das Hut immer wieder weg ist. Obwohl ich schon ein paar Mal gespeichert habe. Okay, ich speichere mal nochmal kurz ab. Wieso haben sie ja so Figuren? Ach guck mal, hier wäre ich rein und raus gekommen. Die Öffnung ist zu klein für ihre Körpergröße. Ohne die Waffe wird es gehen. Sie waren doch letzte Woche. So, ich hoffe. Oh, das ist echt nervig. Ich habe jetzt gerade 4-mal neu starten müssen. Wieder stehlen. Selbst wenn. Okay, ja, gut, hier gibt's halt, ja, gut, hier gibt's ein paar wirklich, wirklich interessante Sachen scheinbar. Eine Wackelpuppe, Sprache, cool. Okay, da habe ich jetzt natürlich wieder einen Cut gemacht. Gefundene Wackelpuppe. Sie haben eine Vault-Tec Limited Edition Wackelpuppe gefunden. Die Inschrift auf dem Sockel lautet: Möge Ihre Worte Ihre Waffe sein. Ihre Waffen sein, Entschuldigung. Ihre Fertigkeit Sprache wurde dauerhaft um 10 erhöht. Ich habe schon 100. Jetzt habe ich 100. Immer noch. Okay, ist alles verboten. Crimson. Spawn, ja. Lass mich nicht meine Fassung verlieren. Warum musst du immer brüllen, Yoruji? Ich bin ja da. Widersprichst du mir etwa? Das Einzige, was ich mehr hasse, als mich zu wiederholen, ist, wenn jemand zurückschimpft. Es tut mir leid. Was? Glotzen Sie nur. Sie möchten sicher gerne bei uns gucken. Wir urteilen. Gut, gibt. Ich weiß nur, dass Zimmer diesen Sklaven suchen lässt und darauf brennt, ihn zu fangen. Ich hoffe, ich bin ein. Da ergänzen wir beide uns ja perfekt. Wir haben ein paar wunderbare. Sie haben ein. Sie stehen alle. Sie befinden sich. Sie sind vielleicht ein bisschen. Was möchten Sie denn? Ich glaube, Forty hat ein paar Namen für die Kleinen. Was spielt das? Gut. Nun, ich dachte da an 500 Kronkorken für die Kleinsten. Sammy und
Aber der andere, Squirrel, der Kleine hat was auf dem Kasten. 500 wäre eine Beleidigung. Der Preis wird sich nicht ändern. Genau. Sie wollen sie haben? Ich bin... Bitte, ich hoffe, Sie legen sich nicht... Paradise Falls ist hier, wenn... Nur weiter, ich muss zuvor... dann mache ich sie fertig. Was ist? Ich habe nichts zu sagen, was Eulogy nicht für mich sagt. Okay. Anscheinend komme ich hier so nicht ein, so einfach nicht weiter. Selbst die Quantum sind hier rot. Hier gibt es so viele. Das ist schon krass. Ich mach mal aus. 3, 4, 5. 5 Stück. Habe ich, glaube ich, im Game tatsächlich noch nie getrunken. Bin ich mir sogar ganz sicher. Ich bin tatsächlich auch gerade am Überlegen, das die zu kaufen. Schwierig. Was stimmt mit dir? Forty, wofür bezahle ich Sie eigentlich? Haben Sie das da draußen gesehen? Wovon reden Sie, Mann? Es ist doch alles bestens. Spreche ich noch mal kurz? Das hören wir es mal kurz mit an. Sieht doch alles gut aus. Alles bestens? Haben Sie den Verstand verloren? Da drüben ist ein Käfig locker. Dort lungern ein paar Leute rum. Und wo ist mein Hund? Naja, wenn Sie es so sagen, es gibt da wohl ein paar Sachen, um die man sich kümmern sollte. Ich mach mich dran. Das klingt schon besser. Zeigen Sie etwas Initiative, bevor ich Sie verschachere und Ihren Job einem dieser Idioten aus dem Käfig gebe. Mal sehen, wie die Geschäfte heute so laufen. Ich verfolge die natürlich. Kann ich mal kurz was loswerden? Fang jetzt wenn ich nicht störe, meine ich. Ich. Es ist nur es geht um letzte Woche. Naja, Crimson. Warum redest du immer noch? Habe ich dir nicht gesagt, still zu sein? Ich will mich nicht schon wieder... Naja, zumindest haben sie sich noch nicht gegenseitig umgebracht. Ist ja schon mal was. Clover, diese Diskussion hatten wir bereits. Du bleibst die ganze Zeit über bei mir. Sofort, Papa. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Sollte dir auch verdammt nochmal leid tun. Wenn ich was sage, hörst du gefälligst zu. Bitte verzeih mir, Papa. Wird nicht wieder vorkommen. Sag mir nur, was ich tun soll. Warum redest du immer? Es geht einfach alles beide. Willkommen in Paradise Falls. Mr. Eulogy? Sie sieht mich schon wieder an. Keine Sorgen wegen Eulogy. Papa hat uns nicht im Auge. Mr. Eulogy? Was? Kann ich mal kurz was loswerden? Wenn ich nicht störe. Kommen Sie zu mir, wenn Sie was brauchen. Sie wollen sie haben? Ich... Nun, ich dachte da... Aber... Ganz wie Sie wünschen. So. Genau. Ganz. Hey, vorhin hatte ich doch gesagt, dass ich die. Sie. Bitte, ich hoffe, Sie legen sich nicht mit mir an, Freundchen. Ich schneide Ihnen beide. Wieso kann ich den jetzt hier denn nicht komplett zerledern? Das kotzt mich gerade an. Ich kann ihn nur bezahlen in dem Fall jetzt hier. Paradise. Jetzt ist die Frage. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Jetzt die Frage, ich kann den doch bestimmt bestehlen oder so. Es geht um, naja, Crimson. Ich guck doch mal. Okay, er hat aber nur den Schlüssel für die. Muss was loswerden, Mr. Jürgen. Das ist. Fang jetzt nicht damit an, Crimson. Ich bin nicht. Es ist nur letzte Woche. Ich will jetzt nur mal kurz Rede warten. Rede ich kommunesisch oder was? Oh, jetzt stürzt's doch wieder ab, oder? Ich hoffe, der legt sich jetzt hin. Wow, der Schatten. Achso. Ich habe keinen Schatten. Oh, ich leg dich hin.
hänge. Okay, ich speichere jetzt mal. Ich gebe jetzt mal mein Schlechtestes. Was soll das denn jetzt? Ach so. Jetzt hat er gerade ein Item genommen. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Willkommen in Paradise Falls. Ja, komm, dann. Ich versuch's einfach mal. So, wie war denn das jetzt hier? Player.addItem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, F. 2000. Kommen Sie zu mir, wenn Sie. Genau. Gut, jetzt muss ich 2000 machen, weil sonst klappt es einfach nicht. Weil sonst müsste ich die irgendwie wegschmeißen. Ich weiß es nicht, darum mache ich so. Ich lasse die Kinder. Paradise Falls ist. So. Das ist ja ein extra Speicherstand. Vielleicht muss ich mich gleich laden. Weil ich will die ja hier. Ich will ja Paradise Falls kaputt machen. Also ich will, dass sie tatsächlich wirklich. Das kann ich. Hä? Was habe ich jetzt gekauft? Bronson, Bronson. Verdammt, hören Sie mir zu und seien Sie still. Was? Oh, klar, ja, für Sie tue ich doch alles, Blake. Was brauchen Sie? Unsere Abmachung steht noch, oder? Sie wissen, was Sie tun müssen? Oh, na sicher, sicher. Sie können auf mich zählen, Miss Blake, jawohl. Gut, Bronson. Ich hoffe, ich kann auf Sie zählen. Ich frage mich, wie man zu einem Namen wie Breadbox kommt. Guck mal, die Schlimme. Brotbox. Geil. Brotbox heißt, habe ich gar nicht gesehen vorhin. Das heißt einfach Brotbox. Schon ziemlich lustig, meine ich. Hey, ich rauf das gerade nicht. Jetzt sind die weg. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Warte mal, Mission. Hier. Die Kinder aus. Ich markiere die mal. Na ja, es gibt jetzt gleich gutes Karma, aber. Hallo. Vorsicht. Mit dem hier soll ich sprechen, ne? Was soll das? Wir können nicht mit Ihnen mit. Wir sind. Oh, ist die Frage, ne? Klar, wenn ich diese kleine Kinder hier irgendwie rauslasse, ist natürlich auch nicht geil, ne? Wie? Was für ein ausgemachter Mist. Wir sind ja nicht blöde. Wir wissen genau, wie ihr Mungus. Nein, wir wollen nicht hierbleiben. Aber ich hoffe für Sie, dass Sie die Wahrheit sagen.
sonst schicken wir sie ins ewige Reich der Träume. Wenn sie es ernst meinen. Sammy meint, ich darf nichts sagen. Sammy hat gesagt, wow. Ich darf nicht mit ihnen wenn reden. Wenn wir abhauen wollen, dann wird... Wir sind frei. Gut, ich denke, das war's dann wohl. Danke für die Hilfe. Wir gehen jetzt alle nach Hause. Beim nächsten Mal einfach kurz vorbeikommen. Kann man dazu... Sie sollten mal nach Little Lamplight kommen, Mungo. Sie sind trotz allem in Ordnung. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz überlegen. Ja, die Mission habe ich jetzt fertig. Little Lamplight. Ich glaube, da war ich sogar schon, ne? Das werde ich mir mal aufschreiben, dass ich da definitiv da nochmal hingehe. War ich da noch nicht? Okay, dann schreibe ich mir mal kurz auf. Einen Augenblick. Gut. Dann habe ich das jetzt gemacht. Gut, das habe ich mir aufgeschrieben hier. Was? Little Lamplight. Gerettete Kinder Paradise Falls. So. Vorsicht. Schnauzer. Was ich gerade komisch finde, ist, dass ich da hinten nicht reinkomme. Da hinten sind da Türen, die man nutzen kann, aber ich komme da halt nicht auf den richtigen Wege hin. Ist die Frage, ob ich das mit TCL jetzt einfach mal versuche und gucke, was dahinter ist. Ich speichere mal ab. Also, selbst wenn jetzt hier grün ist, nehme ich nichts mit, weil... Okay, es wäre alles grün. Ich gucke jetzt nur, vielleicht ist hier sogar was Wichtiges drin. Nö. Weil ich weiß ja nicht, ob wir hier tatsächlich reinkommen. Deswegen lasse ich es lieber. Abgestürzt. Boah, ich hoffe, das klappt jetzt. Ich glaube, ich habe 7 oder 8 Mal jetzt neu gestartet. Ach, jetzt habe ich hier schon wieder kein HUD, ey. Och, Mann. Wow. Phoenix. Okay. Ich vermisse meinen Bruder. Okay, okay. Was? Hä? Okay. Vor kurzem drückt er einfach das Auto weg. Okay. Da habe ich jetzt befreit. Fange ich jetzt einfach an mit Krieg? Boah, ich bin jetzt gerade echt am überlegen, ein zweiteiliges Video hier draus zu machen. Einmal jetzt so, was ich jetzt, ja, mache ich glaube ich. Alles, was ich jetzt so bekommen habe im Guten, also in Anführungsstrichen im Guten. Und danach knall ich hier alle nieder und dann guck, was ich dann hier nehmen kann. Läuft ganz gut. Allerdings habe ich ein paar säumige Käufer. Ich würde echt sagen, dass das schon nicht so das richtige Ende ist, sag ich mal. Hä? Ich hab den entdeckt. Das steht doch sogar da. Scheiße, das ist nicht möglich. Oh, ich muss nicht raus. Hallo, Sie sind ja wieder zurück. Boah, war das laut. So. Jetzt bringe ich erstmal alles wieder weg. F, move, run. Huch. Mann, Mult. Ja, 200. Scheißegal, hier komm ich. Ballern. Achso, ein TCL. Hä? Bumm. So.
Was habe ich denn jetzt hier standardmäßig bekommen? Also, wir fangen bei Waffen mal an. Baseballschläger und Karambolage. Klingt jetzt wieder nach was Speziellem, weil das andere, was ich ja eigentlich bekommen habe, war ja ein Billardschläger. Wieso habe ich die noch? Okay, die kommen weg, also die gehören nicht dazu. Ein Pfeil, ich habe einen Pfeil gefunden, hey. Okay. Jetzt muss ich gerade überlegen. Wo weiß ich, dass ich die nie wieder finde? Die spawnen ja auch nach, leider Gottes. Gut, eigentlich geil. Aber sehr. Ach so. Oh. Jetzt muss ich gerade echt überlegen, wie ich das mache. Das Geld muss weg. Ich kann allerhöchstens. Minus 500 machen. Geil. Okay, Gott sei Dank, gut, das habe ich null. Es hat geklappt. Gut, dann habe ich gleich Notizen. Wir haben einen kleinen Auftrag aus dem Commonwealth. Ein sehr wichtiger Sklave ist anscheinend in das Ödland geflüchtet. Naja, es handelt sich dabei nicht direkt um einen Sklaven, sondern das, was sie einen Androiden nennen. Eine Art synthetischer Mensch. Aber es geht nicht darum, wer der Typ ist, sondern darum, dass wir dafür mehr Kohle bekommen, als ihr euch vorstellen könnt. Anscheinend hat der Synth-Mensch vor, einen Arzt und einen Techniker zu kontaktieren. Wenn ihr einen Anteil wollt, macht euch auf die Socken. Notiz von Pronto. Okay, schau her. Es sieht so aus. Ich brauche bessere Handelsware, sonst kriege ich hier nie was Vernünftiges. Bring mir ein paar chinesische Sturmgewehre, sagen wir mal 20 Stück. Krass. Danach dürfte ich ein paar bessere Sachen zum Verkauf herbeischaffen können. Nur weil, wenn ich ihm 20 Sturmgewehre gebe, heißt es ja nicht automatisch, dass auf einmal bessere Sachen allgemein... Achso, okay. Mit Sturmgewehr kann man vielleicht schon ein paar mehr... abknallen, was auch richtig da ist. Wie gesagt, keine Ahnung, wo der Scheiß herkam. Aber die Jungs flippen aus. Irgendeine alte Geschichte von früher, von einem Fremden ohne Namen. Lassen Sie das verdammte Ding einfach verschwinden. Wir können es hier überhaupt nicht gebrauchen. Was, wenn es ihm gehört und er zurückkommt? Verdammten Overall verbrennen. Das heißt, der Overall, die da liegt? Ha. Wenn Sie diese Aufnahme hören, wurden Sie für vertrauenswürdig befunden. Ich hoffe sehr, dass das wirklich so ist, denn diese Aufnahme wird uns beide in Gefahr bringen. Ich bin auf der Flucht aus dem Commonwealth. Ich bin ein Androide, ein synthetischer Mensch, ein Sklave. Meine Verfolger kennen keine Gnade und werden vor nichts Halt machen, um ihren Besitz wiederzuerlangen. Ich brauche einen Arzt im Ödland, um mich einer Gesichtsrekonstruktion zu unterziehen. Und ich brauche jemanden mit speziellen Computerkenntnissen. Ich muss mein Gedächtnis löschen und mein Gesicht verändern, um ein anderes Aussehen anzunehmen. Okay, das ist ultra leise. Also ich rede mit Absicht nicht. Also ihr könnt dann auch volle Pulle drehen. Sobald dann bei Null ist, am besten ganz schnell Pause drücken, dann wieder runterdrehen. Also ich selber muss da auch versuchen hinzuhören. Das ist schon sehr leise. Die Zeit läuft uns davon. Wenn wir den Androiden nicht bald finden, wird ihn uns jemand anders wegschnappen. Zimmer scheint nicht zu begreifen, dass wir die Besten für den Job sind. Sicher hat er auch andere Leute angeheuert. Er redet die ganze Zeit davon. Er plapperte was von einem Lipoplastikator und einem Mikrodermaltransplantator. Ihr werdet euch fragen, was das ist. Das ist anscheinend was, womit die Ärzte einem das Gesicht unkenntlich machen. Das bedeutet, dass wir nicht mal eine Personenbeschreibung haben. Aber es kommt noch schlimmer. Er glaubt jetzt, dass der Androide sein Gedächtnis gelöscht hat oder sowas. Findet ein paar Technikfreaks, klopft an ein paar Türen und versucht, ein Ding namens Schaltkreisneuralisator aufzutreiben. Mit Gewalt, wenn nötig. Macht euren Job. Alles klar.
ist wirklich schwierig, was ich jetzt am besten mache tatsächlich. Ob ich jetzt die Mission quasi mache, die, der vielfältige Mensch. Oder jetzt hier einfach wirklich alle abknallen. Ich weiß es gerade nicht. Es ist gerade echt schwierig. Ah, noch jemand. Was denn jetzt, was denn kaufen hier? Es ist gerade echt schwierig. Was? Ich bewache nur... Sie schon wieder? Ach, guck mal. Wir können ja noch mal ganz kurz... Also, was ich jetzt alles gefunden habe, gehe ich mal von aus, es wird definitiv nicht mehr. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt die Mission so als kleines Bonus extra und hoffe damit, dass ich mehr erreiche, dass ich da drinnen vielleicht wirklich grüne Items bekomme. Beziehungsweise halt, dass ich so weit das Vertrauen oder whatever bekomme, dass ich dann da drinnen, weiß ich nicht, die anderen Gefangenen noch rauskriege, beziehungsweise halt über den, dass der Commonwealth Android da angreift, hier angreift und das alles wegmacht. Ich weiß es nicht. Es ist gerade super schwierig. Na, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Eulogy hat uns rumlaufen lassen wie die Idioten, um den flüchtigen Sklaven zu finden. Eulogy ist ziemlich wählerisch, aber... Ich kann auch Kriminelle und so versklaven. Ich versichere Ihnen, dass keiner, den Sie mir bringen sollen, unschuldig ist. Was immer das auch heißen soll. Eulogy hat einen Spezialvertrag über ein paar VIPs. Wenn Sie sie mir bringen, teile ich das Kopfgeld mit Ihnen. Was? Nach all... Gehen Sie das Tor. Ja. Was zur Hölle wollen Sie von mir? Was? So. Ah, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Klar, ich hätte jetzt noch eine Mission bekommen. Da habe ich jetzt tatsächlich ehrlich gar keinen Bock drauf. Passen Sie besser auf. Die Schnauze. Ich kann nicht glauben, dass Grouse Sie hereingelassen hat. Es riecht nach Fleischergehen. Weiter. Doch. Hier drinnen? Ah, jetzt stürzt es doch gleich wieder ab. Och, da habe ich gar keinen Bock drauf, dass es gleich wieder 20 Mal hintereinander abstürzt. Okay, es geht weiter. Ich mache jetzt mal keinen TGM, weil... Ich will jetzt mal kurz gucken. Pennt er jetzt hier unten? Ich wollte kurz sagen... Ich habe eine große Auswahl an Schusswaffen, Mann. Sie brauchen eine Knarre? Nein. Ach, tschüss. Ich meine natürlich, ja doch, genau das. Ja, ich habe gerade keinen Hut an, weil bringt mir, glaube ich, nichts. Wo sind die Tussi, hey, keinen falschen Schritt. Mit mir auch gesprochen hat. Hey, wie ist es denn mit der Blondine gelaufen, die Sie hier reingebracht haben? Hässliche. Jetzt stürzt es wieder ab. Jawohl. Okay, wie ich gerade mitgekriegt habe, ich bin da vorne reingegangen, ist scheinbar rot. Weil ich wurde gerade direkt da drinnen angegriffen. Also brauche ich doch die Anzeige hier. Die hat, warte mal, ist das jetzt ja auch rot gewesen? Weil hier drin wurde ich jetzt tatsächlich nicht angegriffen. Nee, da ist okay. Und da vorne wurde ich, da drin wurde ich instant angegriffen. Weitergehen. Besser halten. Ist aber. Hä? Sie sehen nicht so aus, als ob Sie hierher gehören. Ich raff das gerade nicht. Oh, Absturz. Nee? Geschäftlich hier? Hey, aufpassen!
Sie sehen echt übel aus. Sie nehmen das... Okay. Ja. Der hat die schon gesprochen. Ätzend. Aber jetzt frage ich mich, was daran abgeht. Da drin sind ultra viele Leute auch. Ja, ich mach mal hier. So, das muss reichen. Ha. Sie sehen nicht gerade aus, als ob sie hierher gehören. Es riecht nach Fleisch. Sie sehen nicht gerade aus, als ob sie... Okay, ich speichere jetzt hier vorne nochmal ab. Okay, ist sonst gut. Was? Hallo. Die Schnauze, Jimmy. Okay, hier ist auch nichts. Sorry, Schwester. Habe nichts zu sagen. Ach, schau an, ein neues Spielzeug. Sie sollten besser aufhören, mich so an... Bis... Aber der kann ich auch nicht. Ach ja, versuch mal hier nur eine Mission zu machen. Weitergehen. Wie gehabt. Press halt. Es riecht nach Fleisch. Weiter. Die habe ich ja schon, glaube ich, beide, ne? Ach, da Sorry, oben. Sorry, Schwester. Habe nichts zu sagen. Gut. Jetzt raff ich das auch, Schwester. Ich bin eine Frau. Ich habe schon die ganze Zeit gewusst. Was darf es denn sein? Ah. Gut, im Ernst jetzt. Ich will meine Ruhe. Weitergehen. Entschuldigung. Eine wirklich eigentümliche Frage. Wieso möchten Sie denn ausgerechnet das wissen? Ich weiß nicht, ich bin nur... Also, Breadbox ist ein komischer Name. Da muss eine gute Geschichte dahinter stecken. Breadbox ist immer so ein Klassiker. Sie waren doch letzte Woche mit Emir unterwegs, oder? Irgendwas... Gut, im Ernst. Ja? Ah, nee, jetzt war ich hier mit Schuss, ne? Oder ja, genau. Jetzt. Ich will meine Ruhe. Ist ja quasi dasselbe. So. Sprech mal mit diesem Ugäner. Bleib mal stopp. Kommen Sie zu mir, wenn Sie was brauchen. Ich weiß nur, dass Zimmer diesen Sklaven suchen lässt und darauf brennt, ihn zu fangen. Es ist... Ich hoffe, ich bin als Einziger an diesem Fall. Wenn ich das Gegenteil heraus... Ja, ich will ja auch. Och, ich soll nach Informationen hier suchen. Mr. Eulogy mag es nicht, wenn ich ohne seine Erlaubnis was? Mit den Kunden Sehen rede. Sehen Sie was, was Ihnen gefällt? Kann ich mit... Was? Sehen Sie was, was Ihnen gefällt? Ich kann ja mal kurz speichern und dann hier mal reingehen in das Ding hier. Ist das nur für ein Pass-Save? Nichts drin. Petzi das jetzt? Hallo, hübsches Kind. Geschäftlich hier? Hey, keinen falschen Schritt. Kommen Sie zu mir, wenn Sie was brauchen. Ich raff's grad nicht. Ich habe jetzt hier mit allen gesprochen. Mr. Eulogy? Sie sieht mich schon wieder an. Was hat die Schnauze? Die Frage ist, das Commonwealth, war das eine Stadt oder sowas, was ich hier irgendwie schon mal geguckt habe? Oder ist das so das Gebiet? Oh, ich bin mir gerade nicht sicher. Wisst ihr was? Vor. Dafür gibt's Internet. Okay. Ich muss mal gucken, wie ich das genau mache. Weil der vielfältige Mensch zum Beispiel ist eine Negativ-Quest, also Karma negativ, und zwar 200, das ist schon ziemlich viel. Und das ist in River City. Ich habe jetzt gegoogelt.
und Rivet City, bis ich da bin. Das dauert, glaube ich, noch sehr lange. Rivet City. Oh. Warte mal. War das nicht sehr weit unten? Ich bin gerade gleich mal so sicher. Nee, warte, nee, da war ich noch nicht. Rivet City war ich noch nicht. Rivet City, das war. Oh, das kann doch nicht sein. Nee, es war nicht so weit drüben. Ich bin mir gerade leider Gottes nicht sicher. Da unten, genau da. Das war das Boot, glaube ich. Ich glaube, das war das Boot. Also, das ist... Nee, doch nicht. Das ist das allerletzte. Ja, was bedeutet? Jetzt ist es super schwierig, was ich mache. Es ist super schwierig. Theoretisch... Oh, Scheibenkleister. Wofür bezahle ich Sie eigentlich? Haben Sie das da draußen gesehen? Was soll ich mir ansehen? Sieht doch alles gut aus. Sind Sie plötzlich blind geworden? Muss ich meinen blinden Vize austauschen? Sehen Sie sich um. Verstehen Sie, wovon ich rede? Ja, okay. Ich speichere mal ab. Ich verstehe, was Sie meinen. Ich werde mich so... Das will ich auf jeden Fall. Ich will jetzt nur gucken. Es ist wieder abgeschossen. So. Ah, jetzt ist das wieder weg. Ist wieder abgeschossen, deswegen ist hier wieder alles. Es bleibt alles rot. Bleibt tatsächlich alles rot. Schade. Ich wundere es gerade, warum ich nicht verfolgt werde. Boah, ist das laut. Wieso? Wieso? Ich brauche Hilfe hier. Wo ist die eine? Die da hinten. Ach, das ist so. Ganz übel Karma, ne? Ich hab die ganze Zeit gutes Karma bekommen, oder? Ja! Also einfach top, was ich gemacht habe. Einfach top. Das ist wirklich sehr gut. War ich da schon voll, weil ich gerade dran. Scheiße. Jetzt guck ich mal ganz kurz. Upala, upala. Das ist ziemlich. Ich will jetzt wissen, ob ich die da hinten rausholen kann oder so. Nicht so laut, alter Mann. Hören Sie. Wenn Sie nicht zur Lösung gehören, dann gehören Sie zum Problem. Helfen Sie oder halten Sie den Mund. Hey, wollen Sie was Lustiges? Ich habe noch nicht genug getrunken, ich kann ja... Das hört sich nach... Sie bringen nicht nur sich selbst in Gefahr, Mädchen. Entspann... Was? Wie bitte? Nein. Damit kann ich nichts an... Damit kann ich nichts anfangen. Ich habe den größten Teil meiner...
Was? Du doch nicht. Nicht Brotbox. Was gibt's? Sehen Sie nicht, dass ich... Die Wachen, hä? Das ist unsere Chance. Bitte. Es ist so schrecklich hier. Hä? Ihr seid schneller. Ist das jetzt euer Ernst? Ist das jetzt euer Ernst? 10. Ich mach mal 10. Freiheit doch nicht mehr so wichtig. Die spawnt hier einfach. Ich bin weg hier. Ihr knallt doch gleich draußen noch nicht eure komischen Halt. Wenn doch. Schwierig. Ist trotzdem alles rot da drin. Das nervt mich halt tatsächlich am meisten. Ich gehe mal kurz zum Gulli. Ob ich reinkomme. Nee, tatsächlich nicht. Schwierig, das ist. Ich lade es gleich wieder. Ich würde sagen. Dass ich dir am Leben lasse, aber. Das ist für mich kein tolles Gefühl, sag ich mal. Kommt echt nur da rein, ne? Okay. Tür dann irgendwann hin platziert. Okay. Gut, das ist jetzt so ein kleines, weiß ich nicht, nichts Wichtiges jetzt, was ich hier gerade mache. Hier drüben. Nachschlag gefällig. Es ist immer noch alles rot. Wieder einer weniger. Ich bin weg hier. Was? Wie bitte? Wie bitte?
verstehe das nicht. Wie kriegen wir denn den Schlüssel auf normalen Wege? Ich gehe ja auch mal von aus, dass das die Mission ist, aber... Oh, ist es 27 oder? Hoppala. Das klingt schon besser. Zeigen Sie etwas Initiative, bevor... Okay, bin ich jetzt... Immer noch... Das war doch dasselbe. Ich Sie verschachere und Ihren Job einem dieser Idioten aus dem Käfig gebe. Wenn ich nicht störe, Mr. Eulogy, ich wollte kurz mal was loswerden. Es nervt mich gerade echt, dass ich jetzt hier gerade so nicht weiterkomme. Allerdings habe ich ein paar säumige Käufer. Dann würde ich sagen, dass ich das jetzt hier erstmal so stehen lasse. Und... Ich mache mir Sorgen um Sie, Junge. Denken Sie darüber nach, was ich gesagt habe. Und ja... Dass ich jetzt tatsächlich doch Cut mache. Ich habe so einige Sachen ausprobiert. Ich gehe, wie gesagt, stark davon aus, dass das die Mission bei River City ist. Also halt die verlassene, wie heißt das hier? Der vielfältige Mensch, dass das halt die entscheidende Mission ist, um hier weiterzumachen. Aber... Jetzt gerade... Würde ich sagen. Hallo, Sie sind ja wieder zurück. Haben Sie etwas Gutes dabei? Dass das jetzt hier erstmal wirklich für mich Feierabend ist. Und das Video ging, glaube ich, auch dermaßen lange. Okay. Immer schön aufpassen da oben. Schade. Dass ich jetzt hier echt nicht weiterkomme. Das nervt mich gerade so doll. Aber ja, ich habe es ausprobiert. Selbst wenn sie tot sind, ist ja trotzdem noch alles rot. Also gehe ich mal von aus, bis auf eine 2 Missionen sogar. Ist hier nichts weiter. Eine Sache, wenn ich jetzt... Achso. Würden Sie sich beschweren, dass Ihnen langweilig ist? Ich gehe mal von aus, dass diese von diesen Typen halt, von diesen Eugene, oder wie der heißt da, der Hut, der Anzug, das ist halt noch was Besonderes. Ich glaube, der ganze Rest nicht. Das werde ich bei Fallout, Wiki, doch Fallout 3 Wiki, Fallout Wiki, so, nochmal nachlesen. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich schon unten, weil das ist immer die letzten 10 Sekunden. Also, das habe ich jetzt natürlich nicht aufgesammelt, aber es wäre halt Interessantes von diesem Ort oder Einzigartiges. Gut, dann werde ich mich jetzt hier verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt auch noch oben, schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.